passiert. Es ist richtig, dass die Uhr nicht läuft hier bei mir. Ich meine, es ist jetzt kein Problem, aber ja, 599.565 Berliner waren es jetzt, die sich für ein Stadtwerk ausgesprochen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das zu bewerten? Und ich habe durchaus erstmal ja, erfreut zur Kenntnis genommen, dass sowohl Herr Wowereit als auch Frau Oetzer sich doch tendenziell eher positiv zum Ausgang geäußert haben und es schon auch als Rückenwind begreifen an der Stelle und dass es jetzt tatsächlich vorangehen soll. Nur natürlich nach dem, was im letzten Jahr passiert ist, wird mir sicherlich niemand verdenken, dass ich gewisse Zweifel hege, dass das jetzt tatsächlich auch mit der notwendigen und gebotenen Energie tatsächlich auch vorangetrieben werden wird. Frau Oetzer äußerte sich zu dem Thema, was die Ausstattung des Stadtwerkes angeht. Das sei derzeit nicht zu bewerten. Ich finde sehr wohl, dass man da einiges bewerten kann, wenn man sich nämlich anschaut, dass gegenwärtig weniger Mittel zur Verfügung stehen, als jetzt die Verschiebung der Volksabstimmung gekostet hat, dann werden, glaube ich, die Relationen schon ganz klar, dass man sagen kann, das, was derzeit im Topf ist, ist einfach um Größenordnungen zu wenig. Herr Kollege Mayer, kleinen Moment mal. Ich bitte hier insbesondere jetzt bei der CDU-Fraktion um ein bisschen Ruhe. Und wenn Gespräche oder Telefonate zu führen sind, dann bitte draußen. Dankeschön. Mhm. Wir hatten ja hier schon im Parlament Zahlen diskutiert, was es denn kosten würde, wenn man sämtliche Potenziale heben wollte. Da sind wir, waren wir bei Summen, die zwei Größenordnungen höher waren, 400 bis 500 Millionen. Und das sind jetzt auch keine allzu großen Zahlen im Vergleich zu dem, wenn man sich anschaut, was die Privatisierungserlöse in dem Bereich gewesen sind. Also da, wo wir im Augenblick stehen, also das ist alles noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Weitere Fragen, also wie soll es denn jetzt gehen? Ich habe auch zur Kenntnis genommen, am 27. November soll sich der Vorstand der Wasserbetriebe mit dem Thema befassen. Da habe ich mir natürlich gleich die Frage gestellt, gut, was wird sich sonst noch bei den Wasserbetrieben tun? Ist das Management tatsächlich, wie Frau Oetzer sagt, dazu in der Lage, das zu stemmen, das Ganze? Und natürlich, wann werden wir den Business- und Zeitplan bekommen? Diese Frage werden wir hoffentlich auch bald beantwortet kriegen, hoffe ich, im Ausschuss, weil auf den warten wir eigentlich schon seit Jahren. Und man hätte eigentlich ja auch denken können, dass jetzt im vergangenen Jahr vielleicht genügend Zeit da gewesen wäre, schon mal etwas mehr vorzuarbeiten, als das der Fall ist. Wir stehen auf jeden Fall jetzt irgendwo scheinbar am Anfang. Thema ist politisch und finanziell sicherer Boden. Und weder politisch noch finanziell ist da im Augenblick sicherer Boden sichtbar, insbesondere finanziell nicht. Und der Rückenwind, der jetzt da ist, von dem war ja schon mehrfach die Rede. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht nur bei den ganzen Absichtserklärungen bleibt. Was man natürlich auch noch feststellen kann, ist,
also dass es sich bei dem Rückenwind nicht nur um einen virtuellen Rückenwind handelt, sondern die Vergleiche wurden ja auch gezogen, dass nämlich diese rund 600.000 Berliner mehr Menschen sind als irgendeine Fraktion hier im Haus an Wählerstimmen bei der letzten Wahl auf sich vereinigen konnte. Also es ist auf jeden Fall auch schon eine Dimension und die 80-prozentige Mehrheit an der Stelle. Natürlich neigen Menschen bei Volksabstimmungen, Wähler dazu, eher hinzugehen, wenn sie dafür sind, als wenn sie dagegen sind. Aber man kann dennoch, glaube ich, festhalten, dass die Mehrheit der Berliner ein Stadtwerk will und die Rekommunalisierung will. Aber es sind jetzt dennoch mehr Fragen offen als geklärt nach dieser Volksabstimmung. Und eine wichtige Frage, die so ein bisschen auch jetzt aus dem, aus dem Fokus zu geraten scheint, ist das ganze Thema Netzkonzession, Bewerbung um die Netzkonzession. Wir haben jetzt sehr viel über die Stadtwerke debattiert. Es wäre sicherlich auch wichtig, jetzt das ganze Thema Konzessionsvergabe, und zwar nicht nur Strom, sondern die Gaskonzession steht ja auch an, und da bahnt sich teilweise auch Unschönes an, wenn man denjenigen Glauben schenken möchte, die dann am Ende davon betroffen sind. Zum Thema, wie groß kann es denn werden? Und so ein Stadtwerk ist natürlich nur dann ein ernstzunehmendes Stadtwerk, wenn es auch irgendwie einen spürbaren Teil an Energie produziert oder liefert. Und da hatten wir hier im Haus ja auch schon die Größenordnungen. Berlin im Jahr verbraucht 7 Millionen Megawattstunden ungefähr, und ein Ziel sollte schon sein, in der Größenordnung von 10% dessen wenigstens abzudecken. Das ist auch machbar, das haben wir hier auch schon mehrfach diskutiert und aufgezeigt bekommen, dass das ginge. Aber die Rahmenbedingungen, wie gesagt, sind im Augenblick nicht erkennbar. Ich denke, dass das ganze Thema Stadtwerke wird uns, so wie es uns in den vergangenen 24 Monaten regelmäßig beschäftigt hat, vermutlich bis zum Ende dieser Wahlperiode noch beschäftigen. Aber ich habe Hoffnung, dass wir vielleicht in 3 Jahren irgendwann tatsächlich mit irgendetwas aufwarten können, was den Namen Stadtwerk verdient. Vielen Dank.